Ja, das Organisieren, das lag mir. Wenn es dann um die Sommerfeier ging oder um den Abiball, irgendwelche Schulveranstaltungen, war ich dann oft gefragt und das ist genau mein Ding. In meiner Zeit als Animateur auf Hawaii habe ich dann halt dort auch die Freizeitprogramme gestaltet und ja, es lag nicht fern, dann auch ins Eventmanagement zu wechseln. Bei meinem ersten Job war das eigentlich so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mich beworben, wurde dann auch gleich genommen und habe mir vorher nicht viele Gedanken darüber gemacht, ob ich hierfür, wenn ich da weiter in der Branche tätig bleiben möchte, ein Studium für benötige. Und das hat sich dann halt erst später gezeigt. Für das berufsbegleitende Studium habe ich mich entschieden, weil ich einfach nicht meinen Job aufgeben wollte. Mia und ich möchten langsam eine Familie gründen und die will finanziert werden. Ja, auf dem Flur kamen dann erstmal ein paar blöde Sprüche von den Kollegen, dass ich was Besseres bin und auf dem Absprung bin. Meine Antwort war dann meistens, dass ich meinem Wissen auf die Sprünge helfen möchte und nicht nur praktische Erfahrungen sammeln möchte, sondern auch nochmal theoretisch, um das fundierte anwenden zu können im Berufsalltag. Ich bin jetzt mehr als happy mit dem Studium, was ich da abgeschlossen habe. Hochschule Fresenius. Zukunft ist, was wir aus uns machen.